Ich bin mir sicher, Sie finden diese Bilder genauso seltsam wie ich. Achtspurige Autobahnen ohne ein einziges Auto, riesige Shopping-Malls ohne einen einzigen Kunden und ein komplett leeres Freibad. Tja, die Hauptstadt von Myanmar in Südostasien soll eine echte Geisterstadt sein. Klingt spannend und genau deshalb haben wir meinen Kollegen Harro Föhlgrabe einfach mal hingeschickt. Harros Trip nach Naypyi Taw beginnt abenteuerlich, denn so einfach kommt er nicht in die Hauptstadt Myanmars. Wir sind es gewohnt, dass die Hauptstadt eines Landes eigentlich am häufigsten angeflogen wird. Nach Naypyi Taw gehen nur 2 Flüge am Tag. Darum landet Harro 500 Kilometer weiter weg in Yangon. Jetzt bin ich vom Flughafen erstmal in die Stadt Yangon gekommen. Das muss man mal sehen. Das ist hier alles voller Autos. Und genau hier habe ich mich eigentlich verabredet mit meinem Team. Ach, da kommen sie schon. Jetzt geht es nämlich mit dem Auto weiter in die Geisterstadt. Harro bekommt Verstärkung von Journalisten einer einheimischen Produktionsfirma. Ausländische Reporter dürfen sich nicht allein und frei im Land bewegen. Und das, obwohl Myanmar keine Diktatur mehr ist. In den 60er Jahren heißt das Land noch Birma. Doch dann reißt das Militär die Macht an sich und baut eine Diktatur auf. Es folgen 50 Jahre Unterdrückung des Volkes. Das Ausland reagiert mit Isolation. Vor allem die EU und die USA kappen sämtliche Handelsbeziehungen. Das Land verarmt. Doch 2010 der Wandel. Zum ersten Mal finden Wahlen statt. Seitdem baut das Land langsam eine Demokratie auf. Überbleibsel der alten Militärherrschaft ist die neue Hauptstadt Naypyi Taw. Sie wurde jahrelang heimlich im Landesinneren gebaut und vor 10 Jahren eröffnet. Yangon ist die alte Hauptstadt Myanmars, belebt wie viele asiatische Städte. Anders soll es in der neuen aussehen. 5 Stunden später, Harro erreicht die Stadtgrenze. Er wundert sich, was sind das für Türme? Übersetzer Steve klärt auf. Früher brauchte jeder einen Passierschein. Erst seit knapp 4 Jahren darf jeder nach Naypyi Taw rein. Doch dass er schon in der Stadt ist, kann Harro kaum glauben. Warte kurz. Ich mach mal was, was normalerweise in einer Stadt nicht geht. Du kannst hier tatsächlich auf der achtspurigen Straße einmal um das Auto rum. Oh, jetzt ist grün geworden. Jetzt muss ich doch schneller rein, als ich dachte. Okay, sorry. Kein Grund für Hektik, denn obwohl das Team kilometerweit in die Stadt reinfährt, die Straßen bleiben leer. Und es ist nicht 5 Uhr früh, sondern 8 Uhr morgens. In jeder anderen Hauptstadt Rush Hour. Dann erste Gebäude. Da ist unser Hotel. Harro will die ganze Stadt erkunden und wie jeder andere Tourist auch, schnappt er sich ein Taxi. Sorry? Entschuldigung, ist er frei oder wurde er von jemandem bestellt? Ja, er ist frei. Okay, hi. Schön, dich kennenzulernen. Nice to meet you. Harro, he knows the city? Kennt er die Stadt? Er kennt einige Plätze. Wir können einfach mitfahren. Wow, perfekt. Okay, so los geht's. Okay. Erstmal einen Überblick verschaffen. Naypyi Taw ist eine Planstadt, wurde am Reißbrett entworfen. Es gibt keine Stadtteile, wie wir sie kennen, sondern Zonen. Harro kommt gerade aus der Hotelzone. Außerdem gibt es noch die Shopping-, Vergnügungs-, Regierungs- und Wohnzonen. Das gesamte Stadtgebiet ist 8-mal größer als Berlin. 8 Millionen Menschen hätten Platz. Offiziell wohnen hier 2 Millionen. Doch wo? Baukosten der Geisterstadt 8 Milliarden Euro. Also man fährt hier wirklich kilometerlang durch ein gutes, großes Straßennetz, was in meinen Augen aber eher so Stadtteile wie so Inseln miteinander verbindet und auf den Straßen ist nichts los. Harro fährt vom Hotelviertel in die 30 Minuten entfernte Regierungszone. Ist das groß? Was ist denn das für eine Straße hier?
Dieses Gebäude ist das Prestigeprojekt der damaligen Diktatoren. Wir nennen es auch Rathaus. Das ist der Grund, warum diese Stadt überhaupt gebaut wurde. Das heißt, das Herz dieser Stadt und der Grund, warum die Stadt gebaut wurde, ist hier vor uns? Ja, in manchen Monaten ist das Parlament geschlossen. Während dieser Zeit ist die Stadt komplett leer. Nicht so wie jetzt. Überhaupt kein Auto. Aber schau, hier ist doch nichts los. Es ist gerade Hochsaison und trotzdem sehen wir keine Menschen. Laut offizieller Angaben arbeiten 55% der Stadtbewohner für die Regierung. Das wäre 1 Million. Aber wo verstecken sich die? Und wo sonst kann man auf einer völlig leeren Straße sitzen? Genauer gesagt auf einer 20-spurigen Autobahn. Haros Trip geht weiter. Er will wissen, wo die ganzen Leute stecken. Vielleicht ja hier. Wo fahren wir hin? Das ist ein Einkaufszentrum. Ah, das hat er vorgeschlagen. Inzwischen ist es 11 Uhr. Um die Zeit ist in deutschen Einkaufszentren immer was los. Doch hier? 3 Stockwerke voll mit Geschäften und keine Kunden. Übersetzer Steve meint, dass im Schnitt hier 5000 Leute einkaufen. Wir sehen nur Angestellte. In Naypyi To gibt es noch 2 Einkaufszentren und überall das gleiche Bild. Hier einen Laden zu haben, lohnt sich null. Die Regierung lockt Geschäftsleute aber mit Deals. Wer in Naypyi To ein Hotel oder Geschäft eröffnet, bekommt zum Ausgleich einen lukrativen Auftrag woanders im Land. Haros Trip geht weiter. Menschen haben gerne Spaß, also ab ins Vergnügungsviertel. Doch schon am Parkplatz. Hier ist nichts. Kannst du ihm sagen, dass es hier doch sehr schwer sein muss, einen Parkplatz zu finden? Oh ja, es ist überall in der Stadt immer sehr schwer. Der Vergnügungspark wurde für Einheimische und Touristen künstlich angelegt. Er ist so groß wie 90 Fußballfelder, aber wieder keine Menschen. Offizielle Zahlen zu Touristen in Myanmars Hauptstadt gibt es leider nicht. Immerhin, Haro muss weder seine Liege mit einem Handtuch reservieren, noch sich das Schwimmbad mit hunderten schwitzenden Badegästen teilen. Zur Erinnerung, wir sind in einer Hauptstadt, die 8-mal größer ist als Berlin. Und bis auf ein paar Leute scheint die Stadt komplett leer. Und trotzdem wird alles am Laufen gehalten. Aber jetzt mal ohne Quatsch, wenn man sich das anschaut, was das an Zeit und an Geld kostet, das wird alles am Laufen gehalten. Dafür, dass irgendwann abends vielleicht ein paar Leute kommen. Come on, let's fly. Yes. Nach der Abkühlung zurück ins Auto. Es ist 15 Uhr und Haro hat Hunger. Es geht zur nächsten Zone, dem Markt. Vielleicht treffen wir ja endlich auf Menschen. Und tatsächlich. Nach mehr als 6 Stunden in Myanmars Hauptstadt ein belebter asiatischer Markt. Für Haro endlich die Chance, die Bewohner dieser geisterhaften Stadt kennenzulernen. Wie lebt sich's hier? Ich bin nicht glücklich. Warum? Für manche ist es einfach, Geld zu verdienen, aber für die meisten ist es sehr schwer. Haro erfährt, dass das mit der Regierungsphase zu tun hat. Die ist 6 Monate im Jahr. Zu dieser Zeit sind viele Angestellte in der Stadt und geben auch Geld aus. Doch das ist nicht genug, damit alle davon profitieren. Ich habe gehört, dass die Stadt nur eine Geisterstadt sein soll. Wie lange ist sie hier und was denkt sie darüber? Ich bin seit 4 Jahren hier und mir geht es gut. Die Stadt verändert sich. Es kommen langsam mehr Menschen her. Innerhalb der letzten 5 Jahre soll sich laut offiziellen Angaben der Regierung die Anzahl der Einwohner verdoppelt haben. Also was ich durch die Gespräche hier auf dem Markt herausgefunden habe, ist, dass die meisten Leute schon hierher kommen in der Hoffnung, von dieser großen neuen Stadt zu profitieren. Haro will erfahren, wie die Menschen hier wohnen. Er macht einen Abstecher in ein Wohnviertel. Die Häuser sehen von außen gepflegt aus.
So, wir sind jetzt hier angekommen an einer Stelle, wo die Häuser für die Angestellten hier in der Stadt sind. Ah, ja. Hallo, Mohinga. Muss sie hier Miete bezahlen? Nein, die Regierung zahlt. Die Frau ist eine Regierungsangestellte und stolz darauf. Haru darf sich ihre Wohnung anschauen. Für die Verhältnisse in Myanmar ist die purer Luxus. Die Frau lebt mit ihrer fünfköpfigen Familie auf 70 Quadratmetern. Standard sind in Myanmar eher die Hälfte. Eine Gratiswohnung. Ein Trick der Regierung, um die Menschen in die neue Hauptstadt zu locken. Doch wer auf eigene Faust herkommt, dem ergeht es anders, wie wir gleich erfahren. Kannst du ihn fragen, wo er wohnt? Ich wohne nur 15 Minuten von hier entfernt in einem kleinen Haus. Ich würde dich gerne zu mir einladen. Ja? Okay, danke. Auf dem Weg zur Wohnung von Taxifahrer Denza O kommen wir noch am Zoo vorbei. Haru ist sich sicher, dass er hier auf Familien trifft. Schließlich ist es 17 Uhr an einem sonnigen Tag. Aber irgendwie haben wir schon eine Vermutung. Okay, also hier noch mal kurz. Hier sind wir. Hier bin ich. Und am Ticketschalter sind nur wir. Das hier ist der größte Zoo des ganzen Landes. Neben Elefanten gibt es ein Kältehaus für Pinguine. Ein großer Aufwand. How are you? Wie viele Touristen waren heute schon hier? Ihr seid die Ersten. Und das bleiben wir heute offenbar auch. Haru gibt die Suche nach Menschen auf. Aber wir haben noch ein letztes Ziel. Das Haus von Taxifahrer Denza O, der uns eingeladen hat. Er lebt am Stadtrand, ganz anders als die Regierungsangestellten. Denza O bekommt auch keine finanzielle Unterstützung. Er und sein Taxi sind rund um die Uhr im Einsatz. Seine Kunden sind die Mitarbeiter der Regierung. An guten Tagen hat er schon mal 5 Fahrgäste. An schlechten keinen einzigen. Im Schnitt verdient er maximal 600 Euro im Monat. Hallo. Hi, nice to meet you. Seit 8 Jahren ist er mit seiner Familie hier in der Stadt. Vorher lebten sie in einem Dorf mehr als 5 Stunden entfernt. Hallo. Hey. Hi. Nice to meet you. Schön, dich kennenzulernen. Okay. Dass sie ihr bisheriges Leben aufgegeben haben und hergekommen sind, bereut Denza O nicht. Wir hatten Glück, als wir hergezogen sind, gab es noch mehr Möglichkeiten, ein Haus zu finden und Geld zu verdienen. Die Leute am Markt haben oft Probleme, sich ein Abendessen zu verdienen. Was denkt er über die Zukunft dieser Stadt? Die Stadt beruht auf den Angestellten des Staates. Das ist gut. Ich glaube, dass immer mehr Menschen hierher kommen. Immer ein bisschen mehr. Und dann laufen auch die Geschäfte besser. Für alle. Mehr Zuwachs, das wünschen sich die meisten. Nay Pi To soll in Zukunft nicht mehr als Geisterstadt bekannt sein. Dann verbessert sich die Lage der Menschen hier. Nach einem langen Tag kehrt Haru zum Ausgangspunkt seines Trips zurück. Zu den leeren Straßen vor dem Parlament. Man wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sehen, ob sich das gelohnt hat und ob diese Straßen überhaupt jemals so ausgelastet sind und genutzt werden, wie es eigentlich sein müsste. Auf jeden Fall war es ein sehr interessanter Trip. Ich habe viel gelernt über die Stadt, über die Leute hier und ich wundere mich noch immer. Ich stehe mitten auf der Straße und nichts passiert. Also, bis zum nächsten Trip. Hallo! Vielen Dank fürs Ansehen. Wir haben da etwas, das könnte euch richtig interessieren. Wenn ihr es wissen wollt, dann klickt hier drauf oder geht auf galileo.tv.